Bernhard Victor von Bülow, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Loriot, ist ein Universaltalent. Er war nicht nur erfolgreicher Schauspieler, Regisseur und Moderator, sondern fand auch als Grafiker, Trickfilmgestalter und Schriftsteller Anerkennung. Vor allem aber ist Loriot der populärste deutsche Humorist. Generationen sind mit seinen Sketchen und Zeichentrickfilmen groß geworden und viele seiner Aussprüche wurden zum geflügelten Wort. In banalen Alltagsszenen zeigt sich seine brillante Beobachtung typischer menschlicher Verhaltensweisen, die er in absurden Situationen überspitzt darstellt. Loriots Humor lebt von der Übertreibung und von Missverständnissen im zwischenmenschlichen Dialog. Exemplarisch dafür ist der Sketch »Die Herren im Bad«. 1978 erstmals ausgestrahlt, begeistert die herzerfrischend komische Szene noch immer das Publikum. In einem Hotelzimmer treffen zwei Herren mittleren Alters versehentlich in einer Badewanne aufeinander und versuchen, sich unter anderem über die geeignete Badetemperatur zu verständigen. Die detailliert gestaltete Tischskulptur fängt einen der szenischen Höhepunkte ein, wo sich die streitenden Herren mit den Namen Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner gegenüberstehen. Diese hochwertige Bronzeskulptur Herren im Bad wird im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und von Hand patiniert. Diese Skulptur ist auf 980 Exemplare limitiert und exklusiv bei Asmundi erhältlich.